Kürzlich sprach eine Frau mich an und fragte, ob wir nicht auch ein Buch hätten, in dem Gebete abgedruckt wären, die sie beten könnte. Nun, das ist eine berechtigte Frage, vor allen Dingen dann, wenn man vielleicht noch jung im Glauben ist, wenn man noch nicht so geübt ist. Wie spreche ich denn mit Jesus, wenn man noch so ein bisschen unsicher ist, wie man das formulieren soll? Ich denke, eine gute Idee ist es, einfach die Bibel aufzuschlagen, denn sie ist das Gebetsbuch schlechthin. Sie ist das Gebetsbuch, in dem alle Nöte, alle Sorgen, alle Freude, alles Glück, alles, was so in unserem inneren Menschen abgeht, was wir dort wiederfinden. Und man kann mit diesen Bibelworten, mit dem Wort Gottes beten. Vielleicht fängst du dazu mit den Psalmen an. Die Psalme sind Lieder und Gebete, die David hatte und die er aufgeschrieben hatte und die einfach bis heute in unseren Alltag noch an Gültigkeit und an Tiefe haben. Selbst nachts, wenn ich manchmal wach bin, bete ich in diesen Psalmen oder in anderen Worten, die ich aus der Bibel kenne, die ich auswendig gelernt habe und die mir einfach Hilfe und Stärke sind. Gut ist es auch, wenn man dazu kommt, das Wort Gottes zu proklamieren. Es ist mir ganz wichtig, dass du verstehst, was heißt das denn, proklamieren? Ich sage dir dazu ein paar Inhalte, ein paar Wortsynonyme, die dieses Proklamieren beinhaltet. Proklamieren heißt signalisieren, bezeugen, bekannt geben, veröffentlichen, ansagen, beschreiben, hören lassen, ausposaunen oder in aller Munde sein. Es gibt noch viele andere Wortsynonyme dazu, aber das sind schon mal welche, die dir einfach zeigen sollen, du sprichst das Wort Gottes aus, du verkündest es mit deinem Mund. Dazu ist es gut, wenn du einfach vor dem Bibellesen betest, dass der Heilige Geist dir Worte ganz deutlich macht, dass er sie dir wichtig macht. Und dann sprichst du ganz laut diese Bibelworte aus. Zum Beispiel dem Psalm 91, den Psalm, wo es heißt, wer unter dem Schirm des Höchsten bleibt und im Schutz des Allmächtigen. Du kannst diesen Psalm in die Ich-Form umschreiben, dass du sagst, Herr, ich danke dir, dass ich unter deinem Schirm bin, dass du mir Schutz und Burg und eine starke Festung bist. Oder es gibt einen anderen Bibelvers aus dem Psalm 23, wo du sagst, Herr, ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Ich danke dir, dass du mit mir durch dieses dunkle Tal gehst. Ich danke dir, dass du mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde deckst. Oder ein anderer Bibelvers ist, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Oder in der Offenbarung steht, dass du ein Überwinder sein wirst und du nimmst diesen Bibelvers und sagst, danke, Herr Jesus, dass du mich zu einem Überwinder machst. Oder die Augen des Herrn schauen über die ganze Erde, um sich treu an denen zu erweisen, die mit ungeteiltem Herzen auf ihn schauen. Diese ganzen Bibelverse kannst du einfach in dein Leben, in deinen Alltag, in deine Situation, in deine Bedrängnis, in deine Freude, als Bitte, als Dank, wie auch immer, du kannst sie einfach dort einbauen. Du kannst sie laut aussprechen. Das laute Aussprechen und Lesen der Bibelstellen hat den Vorteil, dass du selber es hörst und dass du einfach in eine Haltung und in eine Position kommst, wo du sagst, das ist etwas Wichtiges, das muss die geistliche und die natürliche Welt hören. Vielleicht fängst du an damit mit dem Lautlesen, wenn du ganz alleine bist, weil viele Menschen, so habe ich es gehört, etwas Mühe haben, wenn irgendjemand anderes dabei ist, laut Bibelstellen zu proklamieren und zu lesen. Aber dieses laute Lesen hat den Vorteil, dass du es hörst und es sinkt in deinen inneren Menschen ein. Und alle Bibelworte, die wir in uns tragen, sind wie ein Saatkorn, was wächst und was zu einer bestimmten Zeit Frucht bringt. Auch wenn du später Situationen erlebst, die wirklich schwierig sind, wirst du feststellen, dass der Heilige Geist einfach diese gelernten und gehörten und geübten und proklamierten Bibelstellen
hochholt und sie werden dir Zuversicht und Stärke geben. Das Proklamieren von Bibelstellen ist wirklich etwas, was dir helfen kann in deinem Gebetsleben. Und die Psalmen eignen sich gut dafür, damit anzufangen. In den Psalmen können wir ganz viele verschiedene Situationen, Bedrängnisse, Freude, alles finden, um in dieses Lernen der Proklamation des Wortes Gottes hineinzukommen, das zu üben. Ich glaube, dass du in deinem Gebetsleben und in deinem Glaubensleben einen entscheidenden Schritt weiterkommst, wenn du in dieser Richtung lernst.